Hallo, ich bin's Inga und heute wird gebacken und ich freue mich schon total. Und zwar, es gibt einen Schokokuchen. Okay, da gibt es viele Rezepte im Internet, das ist klar, aber es gibt einen, der hat keinen Zucker und kein Mehl und nur ein paar Zutaten und eigentlich alles gesunde Zutaten. Also spricht nichts dagegen, auch wenn man auf die Figur achtet oder achten will, achten muss, wie auch immer. Den zu vernaschen auf gut Deutsch. So, jetzt zeige ich euch erstmal die Zutaten und zwar 250 Gramm Datteln mit 200 Milliliter Wasser. Und zwar, dies habe ich schon vorbereitet, weil die müssen mit kochendem Wasser übergossen werden, damit sie weicher werden, da sie püriert werden müssen. Und das sind dann einfach 200 Milliliter Wasser, dann habe ich schon die passende Menge und muss dann später nicht nochmal abmessen. Dann einfach eine Prise Salz, Vanilleextrakt, man kann natürlich auch Vanillezucker nehmen, aber das will ich jetzt nicht, weil ich ja generell keinen Zucker verwende, also will ich jetzt auch nicht extra Vanillezucker nehmen, aber man könnte als Alternative auch eine Vanilleschote auskratzen. Dann 50 Gramm Kakao, Backkakao natürlich, keine Trinkschokolade. Dann 250 Gramm gemahlene Mandeln, die habe ich eben selber noch gehackt, weil ich nur ganze hatte. Aber sonst 250 Gramm normal gekauft und gemahlene Mandeln. Dann 6 Eier, die habe ich hier schon getrennt, weil ich denke, das weiß jeder, wie es geht. Das brauchen wir ja nicht noch extra zeigen. Das sind einfach 6 Eiweiß, 6 Eigelb. Nur halt klar aufpassen, dass in dem Eiweiß ja nichts vom Eigelb reinkommt. Sonst bekommen wir es nicht steif geschlagen. Wenn Eiweiß im Eigelb natürlich ein bisschen drin ist, das ist überhaupt kein Problem. Das ist nicht schlimm. Nur im Eiweiß halt darf nichts vom Eigelb reinkommen. Und das wären eigentlich auch schon alle Zutaten, wenn ich nichts vergessen habe. Da es mein erstes Video ist, weiß man ja nie. Und ich würde sagen, jetzt legen wir einfach mal los. Und zwar den ersten Schritt, ach ja genau, der Backofen, den habe ich noch vorgeheizt und zwar auf 175 Grad. Und die Backform habe ich schon vorbereitet. Ich wollte jetzt nicht extra noch Fett benutzen, da ja hier auch nichts weiter drin ist, an Margarine, Butter oder sowas, habe ich es einfach mit dem Backpapier ausgelegt. Und es klappt auch gut. So, dann, genau, das haben wir. Dann, wie gesagt, den ersten Schritt. Das Einzige, was nur zu sagen ist, dass man, das Wasser darf nicht mehr so heiß sein. Ich habe das jetzt schon ein bisschen stehen, stimmt. 25 Minuten. 20 Minuten soll es auch stehen, weil ich das jetzt in den Smoothie Maker reinmache. Und da klein mixe, weil man kann es auch pürieren, wenn man einen guten Pürierstab hat, kann man es pürieren, aber meiner, der wollte da irgendwie nicht so mitmachen oder hat sich sehr schwer getan. Deswegen mache ich das jetzt einfach so. Und ja, und deswegen, weil da darf man ja kein heißes Wasser reinmachen, nur bis 80 Grad, glaube ich, also kein kochendes Wasser. Und deswegen sollte es halt auf der Temperatur sein, dass es halt dem Gerät nicht schadet. Das tut es bei mir jetzt nicht. Jetzt mache ich das ganze Wasser dazu. Es dauert. Aber egal. So ist der Kuchen an sich ja schnell gemacht. Das sind nicht viele Zutaten. Und was ich noch sagen will, deswegen bin ich auch so begeistert davon, weil er wirklich richtig schön nach einem Schokoladenkuchen schmeckt. Also es ist jetzt nicht so, dass das so ein Öko-Kuchen ist oder so. Da hatte ich, wenn ich ehrlich bin, am Anfang ein bisschen die Befürchtung, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Der schmeckt richtig schön. Selbst noch nach 2 Tagen oder so durch diese Feuchtigkeit, die er drin hat, ist der wirklich richtig so glitschig und überhaupt nicht trocken und so. Also ich bin wirklich total begeistert. So, jetzt werde ich einfach das schon mal mixen. Deswegen, es wird gleich laut. Aber nur kurz. Und Markierung auf Markierung. Und was ich noch sagen muss, also Datteln reizen mich jetzt selbst überhaupt nicht so zu essen. Ich habe auch gesagt, also
diese Konsistenz mag ich eigentlich schon nicht, aber jetzt so in dem Kuchen an sich ist es, also schmeckt einfach gut. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer es schmeckt einfach gut. So, jetzt tun wir einfach das Eiweiß, 6 Eiweiße, hier rein mit einer Prise Salz. Nur ein bisschen Prise halt. Und jetzt das Eiweiß, okay, wird nochmal laut, sorry. Steinschneiden. Die hätte ich jetzt eigentlich nicht rausmachen müssen. Hier stecke ich sie gerade wieder rein. Brauche ich nämlich gleich wieder. Aber es ist natürlich wichtig, wenn man die jetzt, ohne dass man sie spült, benutzt, erst das Eiweiß zu machen. Dann kann man sie nicht so verschmutzt gleich wieder verwenden. Für die anderen Zutaten. So. Dauert nämlich echt nicht mehr lang, haben wir schon erledigt und dann kann er schon in den Ofen. Jetzt kommt Eiweiß erstmal noch zur Seite mit den Mandeln. Die anderen Zutaten kommen alle zusammen. Einmal Kakaopulver, das haben wir, die Eigelbe. Das haben wir. Dann Vanilleextrakt, Vanilleschote. Oder Vanillezucker, wenn man will. Das haben wir. Und jetzt die Datteln mit dem Wasser. Es will immer etwas schwer raus. Aber es muss. Es will oder nicht. So. Jetzt rühren wir das einmal und verbinden das miteinander. So, jetzt muss ich euch erstmal aufklären. Und zwar, ich filme ja nur mit einer Kamera und auf einmal waren die Minuten voll. Ja, was nun? Jetzt hatte ich aber nur einen Vorgang noch zu machen, und zwar das Eiweiß und die Mandeln unterzuheben. Und da habe ich mir gedacht, das jetzt alles nochmal neu zu machen, nur wegen dem einen Vorgang. Nö, braucht man nicht. Und zwar, also wie gesagt, nur das Eiweiß noch mal unterzuheben und die Mandeln einfach immer abwechseln, ein paar Mandeln, die gemahlenen, und das Eiweiß und dann ab in die Backform bei 175 Grad. Ich habe mir jetzt 30 Minuten im Ofen gehabt, also 25 bis 30 Minuten so. Und je nach Ofen, aber 175 Grad. Jetzt habe ich das schon mal hier gelöst vom Rand, allerdings ist der noch heiß. Also eigentlich würde ich ihn erst abkühlen lassen, aber jetzt vor der Kamera wollen wir ja sehen, wie das Ergebnis ist. Und deswegen schneide ich ihn jetzt mal an, aber ansonsten erst abkühlen lassen. Ist jetzt halt noch sehr glitschelig. Bleibt das zwar auch, aber jetzt natürlich nicht besser, weil es nicht noch sehr warm ist. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Oder eigentlich heiß. Warm ist der falsche Ausdruck. So. Das zeige ich ihn mal. Und zwar, ich finde, er sieht nach wie vor, also ich finde ihn immer lecker, toll. Und allein mit dem Gewissen, dass man eben kein schlechtes Gewissen haben muss, oh, ich habe schon wieder Schokolade gegessen, hin und her, finde ich das einfach eine tolle Sache und schmeckt gut. Und ich denke, eure Freunde, Familie oder so werden sich auch freuen über sowas. Und er schmeckt halt vor allem wirklich nach Schokolade und nach süß durch die Datteln und so und nicht irgendwie ökomäßig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich lasse mir den Kuchen heute Mittag schmecken und ich hoffe, ihr macht's nach und habt auch Spaß dran.
Bis bald. Tschüss.